Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und habe immer noch nicht aufgegeben. Ja, Ikari Warriors 2 ist heute dran. Gestern war Teil 1, heute gibt's Teil 2 in euer Postfach. Extra für euch. Ich bin gespannt, welcher Teil am besten ist. 1, 2 oder 3. Teil 1 hat mich jetzt überhaupt nicht überzeugt. Ich glaube, es kann nur besser werden. Mal schauen. Hüpfen wir gleich mal rein, was da so abgeht. Ein Spieler und zwei Spieler gibt's. Wir nehmen natürlich einen Spieler. So, mal schauen. Aha, da gibt es sogar ein bisschen eine Sprachausgabe. Ich habe es jetzt nicht so genau verstanden, macht aber nichts. Aha, grafisch hat sich hier auch ein bisschen was getan, sehe ich. Okay. Ja. Aha, als Handgranate, B ist normal schießen. Ich kann wie immer nicht sehr weit schießen, kann in alle Richtungen gehen. Start ist Pause, Select. Ist ein schwarzer... kein schwarzer Bildschirm. Aha, da gibt es jetzt Items und Sachen zum Einsammeln. Okay, das schaut schon mal besser aus als bei Teil 1. Das schaut schon mal besser aus. Ich bin gespannt. Ja. Gleich mal gestorben, nur weil ich mir die Kopfhörer gerichtet habe. Ich würde jetzt gerne das nochmal... Game over. Okay, wir hatten ein Leben, oder was? Das ist aber nicht viel. Ein Leben. Einmal leben, einmal sterben. Klingt fair, aber tja, ich glaube, das wird hart, so wie der erste Teil. Der erste Teil war auch recht hart. Ja, okay, ich schreite hier gleich mal voran. Ah, falscher Knopf. Darf ich irgendwas einsammeln? Hoffentlich. Aha, ja, was ist das hier? Warum ist da der Lava? Oder kann ich das einsammeln? Das einsammeln? Na. Also eine Blutlacke vielleicht? Ah, das wird Blut sein. Ja. Und sich da wohl einer ganz anderen Technik hier bedient. Das Sprite flackern ist schon ziemlich stark. Okay. Das war jetzt aber nicht sehr weit. Ja, ich sehe schon, ich wäre kein Fan von dieser Serie. Ikari Warriors. Ich glaube, damit wäre ich nicht wirklich was anfangen können. Auch mit Teil 1, mit Teil 2 nicht. Nur so eine Vermutung. Sammeln. Kann ich da noch rüber gehen? Na, es geht nicht. Ich weiß nicht, warum ich da... Was soll das überhaupt darstellen? Schwarzer Hintergrund, ab und zu was Grünes. Soll das irgendwie so eine Burg sein oder ein Dschungel oder... Bin ich da überhaupt im Weltall? Naja. Wie gesagt, also von der Grafik bin ich hier nicht überzeugt. Obwohl sie sich wirklich Mühe gegeben haben, glaube ich. Hier was auf die Beine zu stellen. Was stehe ich hier auf dem Cover? Sprachausgabe. Okay. Sprachausgabe, super. Ja, aber es ist besser bei der Sprachausgabe sparen und dafür ein gescheites Spiel abliefern, sage ich immer. Oder generell. Leute, bei allen sparen bei der Spielentwicklung, nur nicht beim Gameplay. Wenn das nicht passt, könnt ihr euch den Rest auch sparen. Bei der Entwicklung. Ich bin da bei den Game Jams ja immer sehr kritisch, wenn ich da wo mitmache und merke, das Gameplay passt nicht. Da muss ich dann immer viel kritisieren, was dann den meisten anderen Teammitgliedern gar nicht so taugt. Naja, aber so ist das halt. Gameplay über alles und sterben auch. Ja, 4 Minuten und ich glaube zum 4. Mal gestorben. Vielleicht soll ich ein bisschen mehr mit den Handgranaten arbeiten.
ist es schon mehr als nur Arcade-lastig vom Schwierigkeitsgrad, ja. Was mich hier einfach so stört, ist, dass ich nicht einfach nach links gehen kann und nach vorne schießen kann. Die Steuerung ist einfach, ich komme mit dieser Art von Steuerung einfach nicht klar. Das ist hier das Hauptproblem bei diesem Spiel. Beziehungsweise bei der ganzen Serie, bei Teil 1 war es ja auch schon so. Also hier ist ein schmaler Gang, ich möchte hier nicht nach hinten, nach vorne schießen können. Das ist vollkommen nutzlos. Das macht mir das Spiel nur schwerer. Warum kann ich nicht einfach nach vorne schießen und hier nach links und rechts gehen? Wäre für mich viel einfacher. Jetzt schießt er wieder in die falsche Richtung. Ich flüchte von einem Gegner, kann ich in die Richtung vom Gegner schießen? Es ist einfach ein Mist. Ich mag das nicht. Komme ich nicht klar damit einfach. Leute, schreibt es mir in die Kommentare, liegt es an mir oder ist dieses Gameplay einfach Mist? Ich weiß nicht. 6 Minuten gespielt. Macht mir weniger Spaß als wir am Anfang. Und ich weiß nicht, ich komme irgendwie damit noch schlechter zurecht als wie Teil 1. Und den fand ich eigentlich schon relativ bescheiden. Mal auf Start drücken muss, was ist jetzt? Select was. Was kann ich da nehmen? Item. Ich habe kein Item, das ich einsetzen kann. Ich habe hier nur diese Waffen. Waffe A, Waffe B. Was ist das hier? Kann ich das einmal verwenden? Gut, ich probiere es mal damit. Was auch immer das ist. Mal schauen, habe ich es jetzt ausgewählt? Habe ich jetzt eine andere Standardwaffe? Also ein Boomerang. Na, mal schauen, vielleicht ist das so der Kampfboomerang besser. Ah, der Kampfboomerang gefällt mir. Okay. Ja, das ist das. Ja, das. Damit komme ich besser zurecht. Kampfboomerang. Der hat irgendwie eine größere Hitbox, glaube ich. Einfach. Okay, da war die Standardwaffe einfach nur Mist. Ja, so gefällt mir das. Du machst schon ein bisschen mehr Spaß, okay. Ja, nicht umsonst, da immer 10 Minuten jedes geben. Macht Sinn. Oft kommt man erst nach 5, 6 Minuten drauf. Was eigentlich so ab. Was ist das jetzt? Kann ich da drauf gehen? Nein, das ist ein Strudel. Und jetzt bin ich im Strudel gefangen, Game Over, wo ganz anders? Wo ganz anders? Aha. Geh, come on! Geh bitte! Wieso treffe ich denn nichts? Nichts getroffen. Numbers of Hits 0, 0. Nada, gar nichts. Ja, ein Bonus-Game. Oh, naja, warum nicht? Ich glaube, ich muss mich ein bisschen revidieren. Ich glaube, es ist doch besser als Upsi, als Teil 1. Ah, was soll denn das? Warum habe ich jetzt wieder die 0815 Standard-Knarre? Die geht ja gar nicht. Die war Mist. Die ging echt gar nicht, die Standard-Knarre. So muss man mit Raketenwerfer. Oder was ist das? Aha, das schaut auch ganz gut aus. Flammenwerfer, was auch immer. Ah, ich kann da drüber gehen über das Zeug. Oh ja. Ah, der schießt mich ab da. Weg mit dem Drachen da. Tschüss. Wie komme ich da weiter? Kann ich das wegbomben irgendwie? Bombe. Wegburnen. Auch nicht. Kann ich auf der Seite vorbeigehen? Auch nicht. Kann ich nach rechts gehen? Auch nicht. Ist das ein Eingang? Nö, auch nicht. Ja, was ist denn da los? Aha, ich kann doch was wegsprengen davon. Okay. Warum ist denn das vorher nicht gegangen? So, da alles weg hier. Drachen wegburnen. Ah, hätte er mich auch geburnt. Ich muss einsammeln da. Einsammeln ist immer gut.
Game over. Voll abgekratzt. Volle Kanne abgekratzt. Okay, das waren 10 Minuten. Sorry. Aber Ikari Warriors 2. Ich sehe schon, da hat sich einiges getan. Man kann sich da sicherlich auch noch ein bisschen reinfuchsen. Und vielleicht ist es auch zu zweit ganz lustig, aber das war's für mich, Leute. Das war's für mich. Mehr brauche ich davon nicht sehen. Ich bin nicht ganz so begeistert davon. Aber besser ist Teil 1. Ich weiß nicht so recht. Wird eine schwierige Entscheidung, glaube ich, welcher Teil am besten wird. Ja, könnt ihr mir auf jeden Fall in die Kommentare reinhauen, welcher Teil euch am besten gefällt. Ja, ansonsten Daumen hoch da lassen, dann weiß ich, dass ihr mit mir Spaß hattet. Da unten könnt ihr gleich mal abonnieren, da drüben könnt ihr euch anschauen, was ich sonst noch so alles gezockt habe. Und ansonsten, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.